Ende Mai feiert die BIK zusammen mit ihren Arbeitern und hochdekorierten Ehrengästen die Dachgleiche des künftigen Universitätsgebäudes für Chemie, Pharmazie und theoretische Medizin in Innsbruck. Die Investition in Einrichtungen dieser Art ist deshalb so besonders wichtig, weil es ja um den Ausbau von Wissenschaft und Forschung geht und Wissenschaft und Forschung ist unsere Zukunft. Der Rohbau ist fertiggestellt. BIK-Geschäftsführer Wolfgang Gleisner freut sich über den beträchtlichen Baufortschritt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, was inzwischen erreicht wurde. In den gut 2 Jahren Bauzeit sieht man schon ganz deutlich, was dieses Haus bieten wird. Und das Unikat ist, dass wir hier 2 Universitäten gemeinsam in einem Neubau unterbringen werden. 2 Universitäten teilen sich hier künftig die Räumlichkeiten am Innrhein. Ja, die Synergien ergeben sich dadurch, dass Forschergruppen nebeneinander arbeiten, teilweise Labors gemeinsam nützen, teure Geräte für mehrere Forschergruppen einmal angeschafft werden. Der Neubau trägt außerdem dazu bei, einen wichtigen industriellen Wirtschaftszweig in Tirol abzusichern, nämlich die chemisch-pharmazeutische Industrie, deren Standort in Tirol damals gefährdet erschien. Bereits vor Nutzungsbeginn schlägt sich der Bau in der regionalen Wirtschaft nieder. Ja, am Bau sind derzeit ungefähr 180 Arbeiter von 23 Firmen beschäftigt. Und eben diese sind es, denen die Ehre der Feierlichkeit gebührt. Denn die Dachgleiche ist ein Fest der Arbeiter. Und stolz und froh ist jeder heute, der MC-Fit am Werder gebaut. Es waren fleißige Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertrauten.